Ja, Glenda, das war sicherlich eine schöne Überraschung. Noch überraschter dürfte die Gemeinde gewesen sein, als die Kosten dann klar waren, als der Architekt Peter Hertel aus Landau den Schaden mal begutachtet hatte und, sagen wir mal, die vorläufigen Kosten auf 160.000 Euro beziffert hat. Was haben Sie da im ersten Moment gedacht? Zunächst habe ich gar nicht glauben können, dass wirklich eine Katastrophe diesen Ausmaßes passiert ist. Ich habe mich natürlich überzeugt, zusammen mit unserem Kirchendiener. Und die Katastrophe ist eingetroffen. Wir hatten schon letztes Jahr gesehen, dass wir Holzwurmbefall haben an der Orgel, wollten dies angehen. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch mittelfristig überlegt gehabt, irgendwann müssen wir hier eine Innenrenovierung vornehmen, da die Rückseite der Orgel abblättert, die Wand blättert da ab, fällt in die Orgelpfeifen rein. Und damit dieser Schaden behoben werden kann, muss irgendwann mittelfristig eine Renovierung, eine Innenrenovierung stattfinden. Nun, nachdem diese Lücke, dieses Loch in der Decke ist und die Gefahr besteht, dass noch weitere Löcher entstehen und man nicht mehr ungefährdet hier sitzen kann. Hier soll man ja zur Ruhe kommen und nicht unruhig nach oben schauen, sondern voller Ruhe und bedacht nach oben schauen können. Haben wir den Architekt Hertel gebeten, eine Kostenschätzung vorzunehmen. Die Innenrenovierung beginnt mit der Decke, denn wir können das Loch nicht flicken. Es könnte an anderer Stelle doch noch runterbrechen. Feuchtigkeit und Bewegung sind wohl maßgeblich dafür. Und wenn wir die Decke neu machen, die Gerüste schon mal dastehen haben, wie wir es eben auf dem Bild auch gesehen haben, dann müssen wir die Wände bei der Gelegenheit auch gleich machen. Nicht nur, weil die Farbe nicht mehr so schön ist oder hier am Rand das auch abblättert, aufgrund von Salpeter, von Feuchtigkeit, die von unten her dringt, müssen wir auch noch Risse behandeln. Die Gottesdienstbesucher haben dies sicherlich schon gemerkt, dass sowohl außen wie auch innen, gerade bei den Fenstern, Risse zu sehen sind. Diese Fensterrisse müssen jetzt wieder geschlossen werden. Da gibt es neue Verfahren. Insgesamt hoffen wir, dass wir dann wieder für am besten mehr als eine Generation, für ein, zwei Generationen dann hier unsere Kirche wieder renoviert haben. Ich habe gehört, es soll also über das Dach, über ein Fenster im Dach Feuchtigkeit eingedrungen sein oder die Möglichkeit besteht zumindest. Ist da irgendetwas entdeckt worden? Nein, also akut gibt es da kein Leck im Dach. Es soll einmal, so lange vor meiner Zeit, mal den Fall gegeben haben, dass Wasser eingedrungen ist in die Kirche im Bereich der Kanzel. Das spräche dafür, dass da vielleicht auch direkt Feuchtigkeit von oben sozusagen schuldig ist. Andere haben die Vermutung geäußert, dass allein durch die Atemluft, die wir nach oben abgeben, die steigt nach oben, weil sie wärmer ist, dass diese Atemluft bis zur Kaschierung der Dämmung hochgegangen ist, dort festgehalten wurde und sich dann halt im Bereich dieser Putzstuckplatten, das besteht aus Gips und Gips wird durch Feuchtigkeit mürbe, dass eben der Halt dadurch verloren gegangen ist, durch unsere Atemluft, durch unseren Gesang. Nun, es kann auch etwas anderes bewirken, als das, was eigentlich bewirken soll, in diesem Fall. Aber 160.000 Euro ist ja nun für die Gemeinde Essingen kein Pappenstiel. Es ist zwar, wie Sie sagten, ein Topf vorhanden, wo die Gemeinde auch Gelder beziehen kann, bis zu einem gewissen Maß. Aber da wird sicherlich eine erkleckliche Summe übrig bleiben, die die Gemeinde stemmen muss. Wenn jetzt kein Geld da ist, was macht die Gemeinde dann? Gut, die Innenrenovierung hatten wir mittelfristig vorgesehen, weil die Kosten höher sind als unsere Rücklagen. Die Rücklagen steigen, aber sie sind lang nicht so, dass wir 160.000 einfach bedienen können. Wir haben den Vorteil hier in Essingen, dass wir bei der Planung des Gemeindehauses Essingen den Kirchenbauverein gegründet haben und der hat Rücklagen inzwischen von etwa 40.000 Euro. Die werden hier mit einfließen in die Kirchenrenovierung. Wir selbst können auch noch mal einen größeren Teil bis zu 60.000 stellen.
Aber dann bleibt immer noch eine Finanzierungslücke von 60.000. Und von daher rufen wir die Gemeinde, die gesamte Kirchengemeinde Essingen, Dammheim, Bornheim, die Firmen, Privatleute, Vereine auf, uns zu helfen und zu unterstützen, damit wir dieses Gotteshaus wieder öffnen können. Denn eine Kirche kann nur dann einladend sein, wenn wir auch das Kirchenportal öffnen können. Das ist richtig. Herr Klender, ich danke Ihnen. Natürlich plant die protestantische Kirche bereits Veranstaltungen zur Renovierung, aber auch einzelne Mitglieder lassen sich etwas einfallen. So zum Beispiel Wolfgang Volz vom Radfahrverein, der am Wahlsonntag, den 25. Mai, das Sonntagscafé zugunsten der Kirchenrenovierung betreiben wird. Liebe Essinger Bürger, wie viele von euch wissen, richtet der Radfahrverein Essingen in diesem Jahr am Wahlsonntag, am 25. Mai, das traditionelle Sonntagscafé aus, und zwar wie üblich im kleinen Festsälchen neben dem Rathaus. Sicherlich werdet ihr jetzt denken, was hat dies alles mit der Kirche hier zu tun? Naja, ist ganz einfach. Ihr wisst alle oder habt alle gelesen, dass die Kirche hier sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde durch Nässe und Feuchtigkeit. Und es bedarf eine große Anstrengung, vor allen Dingen eine finanzielle Anstrengung, um diesem Umstand entgegenzutreten. Da hat sich der Radfahrverein Gedanken darüber gemacht und möchte auch seinen Beitrag dazu leisten und spendet in diesem Jahr den Erlös, den Reinerlös des Sonntagscafés für die Renovierung der evangelischen Kirche. Ich würde mich freuen, viele von euch am 25. Mai im Festzeltchen begrüßen zu dürfen, bei einer Tasse Tee, einem Stück Kuchen oder eben einem Gläschen Wein oder Sekt. Und der Radfahrverein würde sich auch auf einen Besuch von Ihnen sehr freuen. Ich möchte mich schon im Voraus dafür bedanken. Herr Doppler, in der evangelischen Kirche ist ja ein ziemlicher Schaden entstanden. Die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Die einen sagen, es ist Feuchtigkeit, die anderen sagen, es ist der Schwerlastverkehr. Kann die Gemeinde da irgendwo ein bisschen unterstützend beigreifen? Zunächst einmal kann die Gemeinde natürlich rein appellarisch eingreifen, indem sie natürlich nach außen hin auch sagt, dass dieses Gotteshaus ein Denkmal ist, das zum Erscheinungsbild der Gemeinde gehört und dass wir natürlich zunächst auch alle aufrufen, sich mit Spenden und sonstigen Hilfen an der Wiederherstellung der Dicke in der Kirche zu beteiligen. Insoweit glaube ich, geht die Kirche auch nicht davon aus, dass jetzt die politische Gemeinde sich mit einer finanziellen Beteiligung in besonderer Weise engagiert. Dennoch unterstütze ich persönlich natürlich auch als Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde alle Anstrengungen, hier den entstandenen Schaden wiederherzustellen und die Kirche wieder in alten Glanz erstrahlen zu lassen. Die Kirche ist ja ein Baudenkmal. Ohne dass ich jetzt an die Situation denke, dass jemand auch eine Überzeugung dahinter hat, sondern es ist ein örtliches Baudenkmal, dessen Erhaltung eine Aufgabe für uns alle ist. Und deswegen denke ich, dass es auch willkommen ist, wenn all die, die nicht der evangelischen Kirche angehören, dass die dennoch auch mithelfen, den Schaden zu reparieren. Herr Doppler, vielen Dank für Ihr Statement. Auch Frau Bollinger von der Bäckerei Bollinger kam des Nachts, wie sie sagte, auf die Idee, ein Kirchenbrot anzubieten. Von diesem sollten je 50 Cent in die Kasse der Kirche wandern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? War das spontan einfach? Ist mir nachts spontan eingefallen. Ah, das ist immer gut. Weil nachts fängt ja der Gatte auch an zu backen, dann hat er das gleich machen können. Ja, ja. Ja. Machen dann mal
Testbrot gemacht, wie es wird mit Kreuz. Ja, die erste Lehrung haben wir schon durch. Das ist schön. Ja, ja. Was kommt da so zusammen, wenn ich mal fragen darf? 150 Euro. Fast bitte? Fast 150 Euro. Oh, das ist doch schön. Ja. Also es werfen aber auch Hunde, ihr Wechselgeld muss sie dann einwerfen. Ist nicht nur nicht nur das Brot, sondern auch eine Spende. So. Ja, ja.